Servus, liebe Freunde, und guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe Live. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Paranoise. Schön, dass ihr wieder da seid, und ich glaube, es hängt wieder wie Sau, ist jetzt aber mir völlig wurscht. Wer da ist, soll einfach mal Ja sagen. Oder Pflaumenkuchen oder ganz gleich, was ihr auch möchtet. Und bevor es jetzt noch weiter hängelt und hangelt, machen wir die Musik aus. Keine Ahnung, was da wieder so dermaßen ressourcenfressend ist, dass es diesmal nicht klappt. Bei Deponia hat alles geklappt. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Ressourcen auf Twitch selber. Weil ich denke mal, um 18 Uhr, 18.30 Uhr streamen ein paar Leute mehr. Nö, Dominik, ich bin nicht traurig. Hey, schönen guten Abend. So, scheiß drauf. Ihr sagt bitte nicht. Logisch sind die anderen schuld. Ich gehöre aber auch zu den anderen. Deswegen relativiert das alles. So, wir sind hier wieder in Moosbach City, wo auch sonst, und machen jetzt wieder unseren obligaten Pokémon-Check. Beim letzten Mal waren wir schon im Pokémon-Center. Ja, genau, ja, wie konnte ich das natürlich vergessen? Wir sind ja auf kultureller Lernung von Euro und Paar, deswegen sind wir eigentlich gar nicht in Moosbach City, sondern in Russland. Das sollte doch selbst ich wissen. So. Es hängt, das ist mir scheißegal. Wir machen jetzt einfach mit Gehänge weiter. Ihr könnt es dann auf Twitch oder auf YouTube dann nochmal nachverfolgen und dann eure Kommentare dann da unten posten. Jetzt sagen wir aber erstmal schönen guten Abend zu King Michau. King Michau. Unser Sexgott. KTP ist auch am Start. Unsere Diva. Katie. Und unser Finger im Po. Gesund und munter. Und mit sauberen Fingern. Finger im Po, Finger im Po. Irkic, unser Lieblingsalbaner und unsere Security. Irkic. Und unser Turtlequartz hat sich wieder richtig schön eine durchgezogen. Turtlequartz. Tut. Und unser Gagmich. Gagmich. Hat er ein kleines Stimmproblem, unser Gagmich, oder? Keine Ahnung. Ja, unsere Buschfrodi ist auch da. Ja, schönen guten Abend. So. Wir haben jetzt einige Möglichkeiten. Beim letzten Mal habe ich ja versucht, das Fossil zu finden, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Es soll in einer Höhle sein, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch, dass die auch in der Wüste ist. Aber ich habe sie beim letzten Mal nicht gefunden. Wir können Folgendes machen. Wir können auf die Suche nach dem Schiffswrack uns begeben. Oder wir können gleich unsere Aushilfsrevoluzer von Montenegro reinbashen. Stadt im Norden beim Schaufler-Heini. Ja, der hat mich aber schon in die Wüste geschickt. Die
Die tanzt gerade Jumpstyle für... für sich selbst. Aber ich glaube, der Wüstenturm ist weg. Oder erscheint er irgendwann von selber? Ich weiß es nicht. Aber gut, solange wir da überlegen können, könnte ich mal sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Schiffswrack. Da sollten wir jetzt mal Finger im Po ein bisschen nach vorne lassen. Dann steck mal deinen Finger im Po. Aber erstmal schön brav Schutz aktivieren. Der müsste nordöstlich sein, der verschwindet, wenn du dir ein Fossil nimmst. Ich habe nicht mal Fossile gefunden. Ja, manchmal bin ich einfach zu blöd. Weg hier. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, wo ist das Schiffswrack? Wo ist das Döderschiff? Ist das nicht da hinten? Oder eher da unten, dabei bei Metaros City? Warte mal, nee, wir müssen nach Griechenland zurück. Ich glaube, dass wir nach Griechenland zurück müssen. Genau. Oder für die anderen hier nach Graffiport City. So, dann KTP, auf geht's wieder zurück nach Griechenland. Griechenland. Dann ein schönes, herzhaftes Gallispera. Jetzt müssen wir erstmal da... durch den Stand laufen. Nicht nur das Internet kackt ab, sondern ich auch. Naja. Kann alles nur noch besser werden. Oh! Wer ist da? Ohne Schwimmreifen kann ich nicht schwimmen, aber im Kampf liege ich. Gyros! Wir haben zur Nachspeise lecker Galactoburico, gell? Klatscher, Anke, Meryl. Los, Finger im Po. So, kannst du ein bisschen ihren Finger im Po stecken. Finger im Po, Finger im Po. Ich meine, ich habe ja Absorber nicht mehr. Na dann, Naturkraft, los. Ja, aber RP würde dann auch gehen. Oder auch nicht. Abpacken, willst du mich gießen? Ja. Bringt dir aber gar nichts. Oh, Mist. Platscher, Anke wurde besiegt. Habe ich verloren, weil ich einen Schwimmreifen trage? Ja, weil du dumm bist, deswegen. Was, 104 Pokédolle? Bist du blöd? So wenig. Naja. Bloß ein Mini-Trinkgeld oder was? Oh, Pokéball, her damit. AP Plus gefunden. Ich glaube, ich habe eh noch so viel. So, das sitzt dann die Stunde von Finger im Po. Ui. Oder gibt es auch ein bisschen Pokémon? Bisschen Doppelkämpfe? Schutz wirkt nicht mehr. Gleich 9 aktivieren. Ja, ich habe die Erleuchtung bekommen. Aber eben habe ich noch gedacht gehabt, habe ich echt wieder kurz gedacht, dass das schneit, also in der Früh. Soll ich gegen die kämpfen?
Ja, weil der Pokéball, der schaut schon ein bisschen verlockend hier aus. Item, ja. Dann, da kämpfen wir mal. Dann lassen wir jetzt aber Irkitsch nach vorne. Ich versuch's. Oh Gott, wer ist denn das denn? Moment mal. Das sind doch die Gates. Und jetzt halt, jetzt müssen die Sicherheitsabstand halten, weil die sich scheiden ablassen. Na dann. Hello. Ich liebe Wasser-Pokémon und ich liebe auch andere Pokémon. Meine süßen Pokémon sind mein ganzer Stolz. Und noch mehr als mein Ex-Mann. Ich werde dir in einem schnellen Kampf zeigen. Kriege ich dann ein iPad von euch? No. Wo glaubst du, dass ich ein iPad habe? Achso, sie sind ja der Windows-Boss. War ich mal gewesen. Und jetzt? Jetzt habe ich zu viel Geld. Das können sie mir geben. Matrose Bill und Ass-Trainer Melissa heißt die, glaube ich. Jetzt sind es nicht Mario und Manja, sondern Bill und Melissa. Wingal und Voltenso. Ach du Kacke. 6 Pokémon habe ich gesehen, dass die jetzt haben. Du. Dann los, Irkitsch und KTP. Irkitsch. Katie. Ja, was machen wir jetzt? Das ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Ja, Wingard ist aber kein Problem, aber ich hasse den Punkt Voltenso. Dann Schockwelle auf Wingard und Feuerodem auf Voltenso. So, lieber Bill, bisschen Strom. Vielleicht kann ich eure Beziehung doch noch retten. Oh, uns kann keiner mehr retten. Warum ist es zu Bruch gegangen? Ja, das hat Gründe. Aber die sage ich dir nicht. Oh. Ein Macholo. Halt die Fresse. Ich hab doch gar nichts gesagt. Mit Sören bin ich mal zusammen. Du hast eindeutig viel zu viel Geld. Womit eindeutig bewiesen ist, zu viel Geld macht nicht glücklich. Ja. Dann machen wir jetzt schnell einen Ruckzuck-Hieb. Nee. Schockwelle auf Voltenso. Nicht, dass der jetzt dass der Statik hat. Und Katie, du fliegst eine Runde. Nee, mach Feuer oder mach auf Macholo. Düpp. Ah, Schockwelle ist so geil. Schnell Ruckzuckhieb, ne? Ruckizuckihieb. No, noch ein Voltenso. Dö. Oh, Feuer oder ist echt geil. Selbst Macholo hat da zu straucheln. So, und Tetacha. Da müssen wir jetzt dann mal die Seiten tauschen. Schockwelle auf Tetacha und Feuerodem auf Voltenso. Schockwelle und Feuerodem sind doch stärker als wie man denkt. Wie immer Verona Po zu sagen gepflegt hat. Was war das denn? Das war der neue Begrüßungsschrei für mein neues Windows. Für Windows 11 wahrscheinlich. Yes. Wann kommt's raus? Weiß ich nicht. When? Ich würde dir es nicht verraten. Tja, zur Bestrafung nochmal Schockwelle. No! Yes!
Para. Ja? Was ich dich schon immer mal fragen wollte. Aber ich kann es nicht auf Deutsch aussprechen. Ach, aber Sie wissen doch, mein Englisch ist doch immer schon immer perfekt gewesen. Sagen Sie einfach an. Wir sind viele hier, die Englisch können. Okay, what is your biggest wish for the future? Yes. No. What is your biggest wish for the future? Sorry. My mistake. No. My biggest wish for the future to become a nice schnitzel one day. Okay. Thanks a lot for your time. KTP erreicht Level 38. Matrose Bill und Arzttrainer Melissa sind besiegt. Wow, ich habe verloren. Das ist wahrscheinlich die Abschiedsworte von Windows 11, oder? Richtig. Das war aber gar nicht niedlich und süß. Das wirst du mir büßen. Du kannst dich warm anziehen, Bill. Rose War. So wenig Geld haben sie noch. Und ich liebe auch starke Trainer und starke Persönlichkeiten. Trag mich in deine WhatsApp ein. WhatsApp von Bill Gates. Yeah! Hat auch mal was Gutes gehabt. So, jetzt Pokémon her damit. Sternenstück gefunden. Okay. Haben Seestern gefunden oder was? Lass mal gucken, was haben wir denn? Was heißt es? Roter Edelstein, der einen hohen Preis erzielt. Okay, ein bisschen was wie Nuggets oder so. Sowas ist immer gut. Oder kann ich das auch dem Schatztaucher geben? Oh. 2100. Das ist gar nicht schlecht. Auf jeden Fall. Da kriegst du... Oh Gott, was kostet ein Hyperball? Hab ich vergessen. Schaut mal. Das Dönerschiff. Das Dönerschiff von Mr. Brack. 700 ist, glaube ich, ein Supertrank. Oh. Döner. Döner mit alles mit Zwiebel und so, Döner mit alles mit Salat und Co. Döner mit alles mit Tomate und Speck, da haut's dir Grösti die Vorrat weg. Scharf Soße oder scharf Grübel? Lass mal reingucken. Jetzt müssen wir aber Finger im Po nach vorne lassen. Schauen wir mal, ob er sich würdig ist. Weil ich glaube, ich weiß, was es hier gibt. Hafenbrief gefunden. Das wollte ich garantiert schon mal nicht. Erstmal vor lauter Schreck hier mich erstmal hinsetzen. Was ist da denn? Oh, leer. Mistdreck. Was haben wir hier noch? Ein alter Mann? Hallo? Schiffe dieser Art sind sehr selten. Da schaue ich mich hier sehr gut um. Das sind die anderen Kabinen. Was? Haben Sie in der Tür gehört oder was? Ja. Und Sie meinen wohl, dass jetzt da noch eine Frau aufkreuzt oder so mit ihrem Nachthemd? Ja, ihr Alter hat Nachtschicht. Deswegen warte ich hier auf Sie. Dann halten Sie sich aber ran. Ach, da unten ist sie doch. Hallo! Sie müssen hier runter, da unten ist die Dame. Hallo! Hallo! Was willst du? Ich wollte Ihnen sagen, da unten ist die Dame, dessen Kerl Nachtschicht hat. Ach so! Ja, warum sagst du es dann nicht gleich?
Der ist geistig, glaube ich, leicht verwirrt. Ah, ich glaube, deswegen geht er nicht runter, weil sie hatte ihren Saublagen da daneben. Hier. Das riecht wieder nach einem Doppelkampf. Was bringt dich hierher? Das ist bestimmt nicht ihre Neugier. Nö. Ich habe nur nach ihren Alten gesucht. Das oben ist nicht mein Alter, das ist meine Affäre. Schönheit Halle. Halle Berry. Nee, ich bin ihre blonde Zwillingsschwester. Oh ja. Ein Weil mehr. So doof. Los, Finger im Po. Finger im Po, Finger im Po. Oh, Naturkraft, los. Halle Berry. Halle Berry. Herli Berli. So. Hey, nicht Finger im Po erschrecken. Sonst fällt ja vor Schreck sein Finger aus deinem Arsch. Lass mich doch. Ich hate aber nur Weimer. Waylord ist einfach nur eine fette Potsau. Ein Seepaar. Nee, Finger im Po, du bleibst drin. Läuft doch gar zu gut. Naturkraft. Hashtag Weimer's Life Matters Too. No. Also auf gut Deutsch gesagt, Weimer hat keine Daseinsberechtigung. Nein, Hashtag Weimers haben keine Daseinsberechtigung. So. Sind sogar mehr wert als Carpador. Ohne Witz. So, Raub. Ey. Mann, nicht. Finger im Po, du brauchst das Ding nicht überfallen. Schönheit. Halle wurde besiegt. Nicht nur neugierig, sondern auch stark. Ich gehe jetzt zu meiner Affäre rauf. Super, mach das. Was machst du mit deinem Saublagen? Der kann gut auf sich selbst aufpassen. Du bist ein so starker Trainer. Ich werde dich zur Erinnerung in WhatsApp beitragen. Ja gut, doppelt hält besser, ne? Machen wir mal nach dem Spiel was aus, okay? Okay. Was haben wir hier? Leer. Was ist denn das? gegen den Saublagen muss ich jetzt auch noch kämpfen. Ah, ich wurde entdeckt. Soll ich jetzt dich wieder mal bei Laune halten, oder was? Warum? Wo ist denn meine Mama? Die ist nur kurz die Betten machen. Ach so. Teenager Emil, ein Schoßhund. Los, Finger im Po. Finger im Po, Finger im Po. Ey, du hättest doch Surfer einsetzen sollen. Mäh. Mach dieses kleine Fitzelchen. Jetzt beschmiert er sich auch noch. Bäh. Surfer jetzt zu einsetzen soll, mein Gott, Finger im Po. Ich muss echt aufpassen, dass er nicht auf die schiefe Bahn gerät. Fritzelblitz. Finger im Po, bitte reiß dich zusammen. Finger im Po, Finger im Po. Wie soll ich das jetzt deuten? Gate oder es knallt oder was? So, jetzt passt. Teenager Emil wurde besiegt. Oh, du bist ja gar nicht meine Mama. Sag ich doch, die Mama tut Betten machen. Ja, was bist du? Bist du sein Bruder? Hier ist es doch wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. Ja. Dann gucke ich lieber Grashalm beim Wachsen zu.
holen wir den alten Aquaboss wieder. Wenn wir zu See fahren, nehmen wir Matrosen immer unseren Pokémon mit. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf? Ja, aber ganz schnell. Matrose Pierre, ein Seemops. Oh Gott, wie habe ich die genannt? Hab's wieder vergessen. Los, Finger im Po! Finger im Po! Finger im Po! Naturkraft, los! Ey! Alter, bei dem gibt's nichts zu holen! Komm, jetzt Naturkraft! Bitte! Leute, aber ich glaube eher, dass Finger im Po. Was war das? Frostbeule? Ach, Frostbeule, ist das nicht ein bisschen wie Zornklinge, dass das mit jedem Treffer stärker wird? Ich glaube aber eher, dass Finger im Po ein bisschen angestaute Energie hat. Kann das sein? Ja, auf dem bin ich jetzt gerade scharf. Den gibt's doch hier im Schiffswrack. Ein Maschok. Na, bleib drin. Bei dem kannst du überschüssige Wut loswerden. So. Surfer! Nicht Angeberei! Finger im Po! Finger im Po! Was? Vergeltung? Aua! Autsch! Komm! Komm, spül's weg! Ah. Putz seinen Pimmel ab. Matrose Pierre wurde besiegt. Ups, da bin ich abgesoffen. Was haben wir denn da? Die Tür ist verschlossen. Lager steht auf dem Schild. Aha. Schutz wirkt nicht mehr? Ich glaube, das ist egal, weil ich glaube, da gibt's nichts. Hey, was ist mit dir los? Mir wird schon übel, sobald ich ein Schiff nur betrete. Es bewegt sich zwar nicht, aber... Hast du da reingekotzt, oder was? Ja, wer ist denn da noch Bröckchen drin? Ja, was hast du denn gegessen? Das war mein Frühstück und mein Mittagessen. Boah! Geht. Oh, warte, da hinten ist ein Pokéball. Fluchtseil gefunden. Ja, das kann ich erst später brauchen, wenn ich hier meine Arbeit getan habe. Was ist denn da drin? Da ist nur Müll drin. Servus. Ein perfekter Ort, auf Erkundungstour zu gehen. Es ist aufregend hier. Ich werde diese wertvolle Schätze versteckt. Ich bin nur auf einen scharf. Und auf was? meinst du, ich sag's dir? Kannst du mal vergessen. Vielleicht willst du mir den doch wegschnappen. Tauchball gefunden. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mal einen Perlu fangen möchte. Oh, apropos Perlu. Ich brauche ein Pokémon, das tauchen kann. Stärke und Mitgefühl. Das wird bei Trainern sehr geschätzt. Ich kann nicht gut schwimmen, aber in Kämpfen bin ich spitze. Papa und Tochter auf großer Fahrt. Ruimaniac Hauke und Platscher Laila. Zandaber und Meryl. Es ist doch wunderbar, immer wieder zu sehen, dass Sandama einen immer demonstrativ den Arsch zeigt. Weil es von sich selbst ablenken möchte. So, los, Finger im Po und KTP. Finger im Po, Finger im Po. KT. Surfer und... Feuerodem noch auf Meryl. Ui, und paralysiert. Schön.
Nebenbei esse ich noch mein Milky Way auf und mein Controller fällt runter. Geil. Endlich mal Action hier. Naja, hat ein bisschen was von seinem Aroma verloren. Aber Fingerpo reicht Level 38. Luigi Maniac Hauke und Platscher Laila sind besiegt. Irgendetwas hat dir erstrahlt hell. Ups, das ging daneben. Was, daneben gepupst oder was? Ja. Die Milky Ways sind da, wo sie sind, im Süßwarenregal bei uns. Du weißt ja, wo die stehen. Beleber gefunden. Da schmeiß ich jetzt die Verpackung rein, oder was? Jee. Junges Glück poppt angezogen. Was ist so lustig daran, dass ich meinen Schwimmreifen mit an Bord nehmen habe? Was? Milky Way und Ketchup. Immer zusammenwischen. Hättest du wohl gern. Plansche Hilma. Ein Meryl. Dann los, Finger im Po. Finger im Po, Finger im Po. Alter, was hast du immer nur mit Raub? Lass doch die Leute in Ruhe. Siehst du, kriegst du gleich schon Blubstrahl dafür. Jetzt komm. Ist eh schon wurscht. Ich glaube, Raub muss ich dir echt mal austreiben. Plansche Hilma wurde besiegt. Ui, was wie die Luft rausgeblasen. Was soll ich machen? Für was anderes ist ja dein Reifen nicht zu gebrauchen. Stimmt. Hier ist ja kein Wasser. So, und da? Ah, gehen wir mal hoch. Da arbeitet noch jemand. Oh. Ach, das ist Mr. Brax Sohn, oder? Hallo, schön Sie kennenzulernen. Ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick. Er hat mich da beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Soll ich Ihnen helfen? Kannst du sagen zu mir? Ja, gut. Dann bin ich Para für dich. Angenehm. Tarek. Tarek? Okay, Tarek. Ich guck mal da hinten rein. L-Schlüssel gefunden. Oh. L-Schlüssel? L-Lager. Lagerschlüssel. Genau. Zweiter Vorname Döner. Oh, was war da noch? Nein, da haben wir nichts. Da was drin? Nö. Nö. Jetzt muss ich wieder da hoch. Aber warte, ich muss doch. Moment. Lager. Para steckt den Schlüssel zum Lager ins Schlüsselloch und dreht ihn. Der Schlüssel ist schwergängig, aber das Schloss lässt sich öffnen. Ach geil. Okay, nur drei Stühle. Das ist.
Sind es die... Ist es das, der Sitzungssaal der anonymen Seefahrer oder was? TM13, Eisstrahl gefunden. Ach, cool. Ich glaube, den hebe ich mir für die Pokémon-Liga auf. Oh, der ist leer. Mistdreck. Warum wäre das lustig? Was hättest du da gelagert? So. Ja, nützt ja nichts. Ich muss jemanden zumindest vorerst Taucher beibringen. Hä? Hä, wo ist Taucher? Hä? Wo ist Taucher? Ach, stimmt. Ich muss noch mal zu Troy. Bin doch so doof. Kann doch nur mir passieren. KTP. Flieg uns noch mal nach Russland. Ist er da drin? Hey Troy! Da bin ich wieder! Ich glaube, du hast noch was für mich. Para. Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind. Oh, hier, nimm diese VM. Sie enthält Taucher. Ich habe das meinem Pokémon schon beigebracht. Vor allem 08 erhalten. Mann, das hätten wir vorher geben können. Ja, tut mir leid von dem ganzen... Von den ganzen Trubel und Tohuwabohu habe ich das vollkommen vergessen. Du hast wahrscheinlich vergessen. Du hast wahrscheinlich vergessen, dass du. Deinen Freund besuchst, oder? Nee, ich habe gerade gepackt. Ich wollte gerade zu ihm fliegen. Ach so, da will ich dich nicht stören. Wenn du Surfer einsetzt und das und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Was machst du da? Ich schreibe noch meinen Brief für meinen Freund zu Ende. Papa, klebt da ein Ring dran? Ja. Kann es dann sein, dass dann bald die Hochzeitsglocken bei euch bimmeln? Ja. Ich freue mich schon. Ich hoffe, es klappt bald. Bin ich mir sicher. Alles Gute euch. Ja, danke. Dir auch. Und vergiss aber nicht, Team Aqua noch in die Pfanne zu hauen. Team Magma mag zwar weg sein, aber das heißt noch lange nicht, dass jetzt die Welt sicher ist. Da sagst du was. Ja, wie geht's eigentlich deinem Pokémon? Hast du vielleicht kurz eine Minute? Ja, für dich doch immer. Ja, das macht nichts. Mein Freund kann ja warten. Oder vielleicht später mein Ehemann. Ich würde jetzt echt hoffen. Ich würde euch echt alles Gute wünschen. Dankeschön. Ja, aber... Ja, jetzt hau mal raus. Wie geht's deinem Pokémon? Ja, soweit ganz gut. Sie entwickelt sich alle prächtig. Auch dein King Michau? Ja, gut, er hat noch ein bisschen überschüssige Sexenergie. Ach, wegen seinem Eisenzipfel, oder? Ganz genau. Das macht nichts, das legt sich bald.
Warte einfach noch ein paar Level und dann passt das schon. Ja, aber im Moment macht mir ein ganz anderer Sorgen. Wer denn? Finger im Po. Ja, warum? Er hat jetzt Raub beigebracht und er setzt es dauernd nur noch ein. Oh. Du müsstest aber aufpassen. Gehorcht er dir dann auch nicht mehr, oder was? Ja, richtig, wo weißt du das? Ich hatte mal das gleiche Problem gehabt. Okay. Und was soll ich jetzt machen? Ja, erstmal ist es wichtig, dass du ihn von der schiefen Bahn wegholst. Weil sonst wird es ja nur noch schlimmer. Nicht, dass er sich dann irgendwann von dir dann abwendet. Nee, das möchte ich doch gar nicht. Finger im Po ist toll. Ich habe schon mal ein Pokémon hergegeben. Und das war langsam... Was langsam? Willst du sagen, du bereust es langsam? Jetzt hat es geklingelt. Wart mal kurz, Troy. Ich mach mal kurz Licht an. Ja, mach das. Wird langsam dunkel. Ja, da sagst du was. Ja, aber was... Was hast denn du dann erlebt mit ihm? Ja gut. Irgendwann hat sich das dann auch gelegt, aber ich glaube bei dir... Das ist ein bisschen hartnäckiger Fall. Ich würde ihn auch zu gerne entwickeln lassen, aber ich habe dann Angst, dass er dann nur noch im Alleingang dann ist. Also meinst du im Moment, es ist ja nicht würdig? Ja, ich habe halt einfach Angst, dass er abrutscht. Ach. Dann lass ihn doch einfach Raub vergessen. Bring ihn doch Taucher bei. Dann hast du ihn gleich wieder in der richtigen Bahn. Meinst du dann wird's was? Ganz bestimmt. Aber was bereust du denn? Dass ich damals mein Kechele weggegeben habe. Wieso denn? Habe ich es dir nicht erzählt? Ach doch, jetzt geht mir ein Licht auf. Er hat sich doch immer für euch aufgeopfert. Aber du wolltest ihn dann freilassen, damit er in Harmonie mit einer Familie glücklich werden kann. Ja, genau. Weil ich wollt nicht, dass er stirbt. Er wäre ja schon kurz davor gestorben gegen Flavia. Ja, stimmt. Ja, aber kannst du dir vorstellen, ihn wieder zurückzuholen? Ich weiß nicht. Es ist auch schon ziemlich lange her. Ich weiß auch nicht mehr, ob er noch will. Ach, natürlich will er das, bestimmt. Ja, und KTP ist jetzt auch da. Ich will ja Irkitsch und KTP nicht trennen. Darf ich mal die beiden sehen? Ja, klar. Naja, aber... So wie ich das sehe, wirken die beiden zusammen nicht wirklich glücklich. Ich weiß nicht, ob das noch lange gut geht zwischen den beiden. Findest du? Glaub mir. Ich kenne das. Ich selber hatte auch ein Altaria gehabt. Altaria sind super Kämpfer, aber es sind auch Dieben. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ich wollte sie unbedingt zur Sängerin machen, aber es hat einfach nicht geklappt. Ja. Altarias haben ihren eigenen Kopf. Ich wünsche mir aber, dass wir eines Tages, also Kechele und ich, dass wir uns wieder treffen. Ach, ganz bestimmt. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Irgendwo im Blütenburgwald. Ja, besuch ihn doch. Nee, das kann ich nicht. Oh, das ist schlecht. Hast
du Angst? Bisschen. Ja, das musst du aber selbst entscheiden. Das kann ich dir nicht abnehmen. Aber Hauptsache, du magst ihn noch. Ja, das ist natürlich. Ganz klar. Ich wünsche mir für dich, dass Kechele bald wieder zurückkommt. Das hoffe ich auch irgendwann. Und für Finger im Po bin ich mir sicher, dass er irgendwann auch seine Berufung findet. Ja, die Musik passt eigentlich überhaupt nicht. Naja, egal. Macht nichts. Aber ja, wir haben uns jetzt. Oh, jetzt haben wir uns ja ganz schön verquatscht. Ich muss zu meinem Freund fliegen. Ja, und ich muss den Schiffswrack. Also herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Troy. Gerne, kein Problem. Vielleicht besuchst du uns mal. Wenn alles klappt und wir uns geehelicht haben, wohnen wir dann auch zusammen bei ihm. Nee, das ist doch zu dramatisch. Das in Lavandia ist doch Todesmucke. Na dann. Alles Gute euch beiden. Ja, danke. Und trete Team Aqua auch von mir richtig in den Arsch. Versprich mir das. Darauf kannst du Gift nehmen. Und nee, bitte nicht, dann sterbe ich doch. Darauf kannst du einen lassen. Nein. Du weißt schon, was ich meine. Okay, bye bye. Ciao. Ja. Ich muss mir jetzt wieder ein bisschen sammeln, bevor ich jetzt auf Graffiport City wieder gehe. Wieder rüber schiffern, muss ich mal mit Finger im Po ein bisschen reden. Aber natürlich nicht ohne Schutz zu aktivieren. Was heilen? Ich soll Finger im Po heilen. Ja, stimmt. Hast recht. So, trink mal ein bisschen Wasser. So. So, Finger im Po. Mir macht es echt ziemlich Sorgen, dass du jetzt dauernd Raub einsetzt. Hat das einen Grund? Finger im Po! Finger im Po! Er ist ja nicht tot. Er war ja nur geschwächt. Bleiben wir kurz da. So, jetzt erzähl mal, warum setzt du dauernd Raub ein? Finger im Po! Finger im Po! Weil du meinst, du könntest von den fremden Pokémon was holen? Finger im Po! Weil du zu viel Energie hast. Deswegen greifst du andere Pokémon so hart an. Finger im Po! Ja, stimmt, das hat Tex auch schon gesagt. Aber hör mal. Ich habe halt Angst, dass du dann abrutscht. Finger im Po! Was sagst du? Du denkst auch gerade an den Kampf von Sega Sweep City gegen Maike oder Mieke. Finger im Po! Stimmt, da haben wir doch gegen Kapaloris gekämpft.
Da habe ich gesagt, sehe das als Motivation. Fingerepo, Fingerepo. Ja, so heftig habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Aber weißt du was, so könntest du später mal aussehen. Fingerepo, Fingerepo. Ach, das weißt du ja eh. Wärst du bereit dazu? Fingerepo, Fingerepo. Du weißt es noch nicht. Okay. Weißt du, was wir jetzt machen? Du kämpfst jetzt einfach ein bisschen weiter. Aber bitte auf legaler Ebene. Ich muss die Raub vergessen lassen und dafür lernst du jetzt dann tauchen. Okay? Fingerepo! Und wir suchen jetzt dann den Wasserstein. Und dann guckst du ihn dir einfach an. Und dann sagst du mir, was du in den drin siehst. Abgemacht. Fingerepo, Fingerepo. Gut. Abgemacht. So. Dominik, wenn jemand auf sowas achtet, der guckt einfach zu viel Twitch oder zu viel Spielwiese Deluxe. Ja. Turtle Quartz, der hätte es eh nicht lernen können. Hätte eh nur Finger im Po lernen können. Na gut. Finger im Po, du lernst jetzt tauchen. Enttäusch mich nicht. Finger im Po, Finger im Po. Ja, so ungefähr. Der hält jetzt dann quasi dann die Luft an und dann haben wir um uns rum dann so eine Sauerstoffglocke. Wie die Wasserspinne. Kennt ihr die Dinger? So, Finger im Po. Jetzt bieb uns runter. Zehnmal Werbung. Auf was für ein Video? Ach, suchst du so ein Werbevideo oder was? Und die Sauerstoffglocke ist echt genial. Danke, Fingerepo. So, wir tauchen auf. Wunderbar. Hat doch gut geklappt. Die Tür ist verschlossen. K1 steht auf der Tür. Ach, Moment. Stimmt, K3 ist offen. Oh, da oben hat's geglänzelt. Was haben wir denn da oben? K1 Schlüssel gefunden. Sehr gut. Aber komisch, dass ich da über die Mauer drüber gucken kann. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Nö. Oh, Wasserstein gefunden! Okay. Ich glaube, dass es langsam ernst wird. Para steckt den Schlüssel in K1 ein. Der Tür ist offen. Oder glänzt sogar zweimal? Erstmal Pokéball.
TM 18 gefunden. Regentanz. Regentanz. Ah ja, das ist für Donner. Schutz wirkt nicht mehr, das bringt jetzt auch nichts. K4-Schlüssel gefunden. Ui. Ich habe keine Flashbacks gehabt. Warte mal, da war doch was. Es ist hell und glänzend, aber es ist trotzdem nur Müll. Müll in Form eines Edelsteins. Geschätzter Wert 50 Cent. Es klingt wenig, aber es läppert sich. Wassertempo und Initiative und stärkere Wasserattacken im Regen. Das heißt, wenn er das dann kann, ist er eine Kampfsau. Okay. Der K6-Schlüssel. Müssen wir jetzt hier rüber. Oh! Da ist was im Müll. K6-Schlüssel gefunden. Ne, wer? Das ist ja in der Kotze drin. Den Finger putzt du raus. Bitte zieh's raus. Finger im Buh, Finger im Buh. Oh, dankeschön. Ah, super, du hast sogar noch sauber gemacht. Danke, Mann. Warte mal. Ist da noch irgendwas? Es ist hell und glänzend, aber es ist trotzdem nur Müll. Dö. Warte mal, ich gehe nochmal rein und raus. Da unten war's. Es ist hell und glänzend, aber es ist trotzdem nur Müll. Schon habe ich ein Pokédollar 50. Jetzt in K6 rein. Da ist nix. Leer. Leer. Luxusball gefunden. Aha. Wie sage ich immer so gern, der Mercedes unter dem Pokéball. Wäre eigentlich passend gewesen für KTP. Was haben wir noch da hinten? Leer. Leer. K2-Schlüssel gefunden. Yeah, ich glaube, ich habe alle. Jetzt müssen wir noch einen Scanner suchen. Was? Die Lara. Er hat eine. Die Lara. Er hat einen AMG-Pokéball. Wer ist denn die Lara? Bist das du? Ist das dein alter Ego? Was haben wir hier? Scanner gefunden! Der Döner-Scanner! Wuhu! Oder ich sag einfach, ich mache jetzt einfach den Ausspruch, den der Tommy so gern mag. Ja! Nö, kenne ich nicht. Ich kenne bloß das, was ich kennen muss. So. Und Finger im Po, wir tauchen auf. Ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, nochmal googeln, ob Finger im Po noch im Ursprungszustand noch was kann. Hier, Tarek, ich habe deinen Dönerscanner gefunden. Oh, da ist der Dönerscanner. Willst du bitte für Captain Break bringen, das wäre nicht. Ich möchte das Schiff noch weiter untersuchen. Captain Break? Ach! Stimmt, da kriegt man ja noch ein Geschenk von ihm wahrscheinlich.
Aber ich weiß nicht mehr, hat der Griechisch gekonnt? Das habe ich vergessen. Na gut, KTP, flieg uns nach Graffiport City. Nee. Achso, sind es die TM-Nummern wahrscheinlich. Ach nee, da wollte ich doch nicht hin. Da ist die Werft. Da unten muss ich hin. Captain Briggs, sind es Sie? Nö, ist er nicht. Aufruhr? Bringt das was? Da ist er, Captain Briggs. Nee. Ist auch nicht. Nee, der ist, glaube ich, oben. Im oberen Stockwerk wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Kann nicht einschlafen, ansonsten schwache Normalattacke, also bringt null. Gerade, wo soll denn das sein? Ja, du bist saudig. No. Sind Sie das? Nee. Hallo? Bootmar? Dich kenne ich noch nicht, glaube ich. Mr. Brack hat sich bereit erklärt, uns zu helfen. Aber er ist leider von uns gegangen. Dank dieses erfahrenen Seemannes kommen wir zügig voran. Wenigstens hat er hier alles noch dagelassen, bevor er abgetreten ist. Ja, bin ich aber froh. Ey, was laberst du für einen Scheiß? Mr. Brack, da ist er doch. Ich dachte schon, ihn hat das Zeitliche gesegnet. Och nö, no power, nicht schon lange her. Seit ich dich kennengelernt habe, bin ich wieder voll der Tatendrang. Also habe ich mich beschlossen, Bootmar beim Bau der Fähre zu helfen. So wie es aussieht, wird die Fähre viele Passagiere befördern können. Aber weißt du, Bootmar ist wirklich eine besondere Persönlichkeit. Mit seinem technischen Wissen und meiner Erfahrung auf See werden wir ein ganz besonderes Schiff bauen. Ach übrigens, ich habe ihren Sohn gesehen. Ach, Tarek. Oh, schön. Und habt ihr euch gut verstanden? Ja, wir haben uns gut verstanden. Er hat mir einen Scan... Von ihm habe ich einen Scanner bekommen. Beziehungsweise habe ich... Er hat mich suchen lassen. Ach, schön. Ja, genau. Deine Storytimes waren einfach köstlich. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier wirklich oben hoch zum Waffen. Ah! Da ist der Captain Rick! Horror! Das Item, das was du da hast, das ist ein dünnes Skinner. Er würde uns sicher bei unserer Forschung helfen. Para, würdest du ihn gegen etwas anderes eintauschen? Zum Beispiel gegen einen Abisszahn oder eine Abissplatte. Ja, was ist besser? Keine Ahnung. Das war doch. Ach Moment, das war doch damals ein Dönerstein und ein Döner-Teller. Ja, ein Pokémon Saphir vielleicht.
In dem Punkt muss ich sagen, den Dönerstein, glaube ich, hatte ich in Pokémon Saphir schon gehabt. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich zum Döner-Teller greifen. Dann nehme ich den. Du möchtest die Abyssplatte, also den Döner-Teller, dafür haben? Ja, unbedingt. Abyssplatte erhalten. Danke, Fahrer. Das würde uns sofort schon weiterbringen. Dönerbox. Nee. Warte mal. Ist das nicht in den Basis-Items drin? Nö. Was, Puderdöschen? Glas für Bärenpuder der Bärenmühle. Iiii. Abyssplatte. Hebt Spezialverteidigung von Perlu. Ah ja, ich glaube, das kann man dann damit tauschen und dann entwickelt es sich, oder? Ich hätte aber erst gemeint gehabt, dass man damit Drachenattacken irgendwie. Verstärken kann. Aber ich glaube, das ist der Drachenzahn. Und den hätte ich rauben müssen. Naja, egal. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Dobry Wieczór. Ich habe was zu verkaufen für Sie. Küstensalz. 10 Pokédollar, kannst du aber so vergessen. Sternstück. Oh, 4900. Ah, oh, geil, her damit. Jawohl, dankeschön. Spasiba. Wasserstein. Mit dem habe ich noch was vor. Fokusband. Nee. Irgendwelche TMs, was irgendwie Müll ist. Hm. Ne. Egal. Spasiba. Boca. Boca. Jetzt können die wieder gut gewissens ihren Wodka trinken. Und dieser Kampfsporttänzer da. Das muss auch ein Russe sein. Woher ich das weiß? Menschenkenntnis, weil der so nach Wodka riecht. So. Ja, eine kleine Träne im Knopfloch. Hey Mini, ah, die sind geil. Die russischen Maultaschen. Ich muss auch fast sagen, das Innere schmeckt ein bisschen wie Bratwurst. So. Jetzt ist, denke ich mal, Moment, nee. Noch nicht. Nochmal schnell ins Pokémon Center. Dobry Wieczór, Mrs. Joy. Dobry Wieczór. Dankeschön, dass du die Magmar und meinen Ex-Mann zurechtgewiesen hast. Ich bin sehr gut befreundet mit den Russen, deswegen wollen die meinen Standort. Die wollen doch nur meinen Ernährungsplan wissen. So. So, mein lieber Finger im Po.
Jetzt fragen wir erstmal in die Runde. Was sagen Sie? Sollst du zu Kapaloris werden? Oder sollst du noch eine Prüfung bestehen? Habe ich noch genug Topfschutz? 3 Stück. Reicht. Während ihr überlegt, kann ich ja schon mal an den Ort der Begierde schippern. So, und du beamst uns jetzt runter. Tauche, 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 hui. Und so lange können wir Luft anhalten. So geile Scheiße. Gibt's da irgendwas? Nö. Gibt's eigentlich unter Wasser auch Items? Glaube aber eher nicht. Guten Morgen. Schutz wirkt nicht mehr. Jetzt geht es erstmal darum, ich möchte jetzt einen Perlu fangen. Vielleicht gibt es da eins. Fünf Uhr. Dann ziehst du dir noch mein Stream rein. Respekt, das nenne ich wahre Liebe. Gibt's da eigentlich überhaupt Pokémon? Ey, nicht auftauchen! Tauch mal hier ein bisschen. Also. Die letzte Prüfung wäre gewesen. Gegen Team Aqua. Oh. Und natürlich auch an alle anderen auch. Danke, dass es euch gibt. Mit euch macht das Stream noch mehr Spaß. Und ich glaube, das... Nee, ich sag's nicht. Nichts verschreien. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Also, findet ihr, dass Finger im Po noch eine letzte Prüfung braucht, und zwar gegen Team Aqua? Oder sollen wir ihn gleich fragen, ob er zu Kapaloris werden möchte? Tommy, was sagst du? Dann käme jetzt eigentlich meine nächste Frage, wo gibt's hier Perlu? Eigentlich hier, oder? Unter Wassergras. Na gut, da gibt es hier nicht. Ich glaube, da muss ich wohl woanders suchen. Egal. Na gut. Perlu ist echt putzig. Vor allem die Perle da drin. So. Die Mucke passt doch tausendmal besser. Tommy, bist du noch da?
Finger im Po möchte dir was sagen. Muss erstmal wieder ein bisschen auftauchen. Meinst du? Protein gefunden. Ach cool. Danke, Finger im Po. Deswegen wolltest du da hin. Ja, ja. Ich glaube, dass er nebenbei noch irgendwas macht. So. Danke, finde ich schön, dass du ihn extra gefragt hast. Ich habe mir schon gedacht, dass du vielleicht noch irgendwas würde doch sagen. Ja, ich frage gerade die Runde, ob Finger im Po noch einen letzten Test braucht gegen Team Aqua, oder sollen wir ihn gleich fragen, ob er sich entwickeln möchte. Also tauchen kann er spitze. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir sehen noch verschweißt, ne? Na gut. Dann versuchen wir es mal. Unnütz! Statt Nein steht unnütz drauf, geil. Habe ich auch noch nie so gelesen. Finger im Po, schau mal her. Das hier ist ein Wasserstein. Finger im Po, Finger im Po. Schau mal in den Wasserstein rein und sag mir, was du siehst. Ja, ja, ist ja gut, beruhig dich. Ich darf kurz übersetzen, was er gesagt hat. Er sieht, dass rücksichtslose Rauben anderer Pokémon falsch war. Und er möchte in Zukunft Spaß und Freude bringen. Aber das kann er in dem Körper, in dem er jetzt steckt, nicht. Deswegen möchte er diesen Schritt gehen und sich verändern. Damit wir immer den Spaß an unserem Leben niemals verlieren wollen. Finger im Po, das hast du schön gesagt. In dem Punkt wäre es jetzt eigentlich ein Verbrechen, dass ich dich jetzt nicht entwickeln lassen würde. Na dann, mein Guter, bist du bereit? Finger im Po, Finger im Po. Dann bitteschön. Hey, Finger im Po entwickelt sich. Finger im Po, Finger im Po. Ich bin mir sicher, dass es eine gute Entscheidung war. Glückwunsch, dein Finger im Po wurde zu Kapaloris. Finger im Po! Finger im Po!
Ja. Ich glaube, allein an der Synchro, ich glaube, das hat sich gelohnt. Danke, dass du bei uns im Team bist. Finger im Po. Schauen wir noch ein bisschen weiter an. Viele KPs hat er. Jetzt gucke ich mal auf seine Fähigkeit. Mist, er hat immer noch Wassertempo. Nee, der Perversling. Der einzige Perversling hier in meinem Team, das ist King Michau. Oh Mann. Und sprechen tut er auch so wie ich. Finger im Po! Aber ich glaube, Ähnlichkeit mit meiner Stimme sind da, glaube ich, rein zufällig, ne? Ja, aber leider hat er immer noch die Fähigkeit Wassertempo. Ich hätte so gehofft, dass er irgendwann dass er irgendwann Regengenuss hat. Ne, in Wurzelheim bin ich zur Welt gekommen. So. Und hier ist das Cevapcici-Boot. Wenn ich nur wüsste, wo man Überreste bekommt. Das Tiefseeforschung 1 steht auf der Außenhülle. Das ist das Boot, das Team Aqua in Griechenland gestohlen hat. Team Aqua muss hier also an Land gegangen sein. So dann. Finger im Po, wir tauchen auf. Mit viel Spaß. Finger im Po. So. Nach der Liga im Schiff zur Duellzone im Mülleimer. Wappa. Genau, jetzt. Finger im Po. Du hast schon im Schiffswrack so einen tollen Job gemacht. Jetzt lässt du mal Ökic ran. Nee, zu faul bin ich nicht. Aber ich habe Prioritäten gesetzt. So. Erstmal hier Bröckchen zerstören. Turtlequartz, haut ruf! Turtlequartz, tut! Und bewegen mit deinem Eisenzipfel. King Michau! Ike? Übrigens. Im Stream darfst du den Namen aus werberechtlichen Gründen nicht verraten. So, ihr Aushilfsrevoluzer. Ich werde verhindern, dass ihr es zustande bringt, dass jede Nation hier sein eigenes Süppchen kocht. Wir können hier keine Kinder gebrauchen. Geh nach Hause sofort. Nein! Ich muss zu Ardian. Und was willst du von dem? Ihn mit Käse beschmieren. Nein! Ich will ihn ausschalten. Was? Willst du die Magma? Nein! Arsch! Die hab ich schon vorher die Lichter ausgeknipst. Die Magma Rüpel, ein Pfiffchen. Jetzt seid ihr dran. Los, Ökic! Schockwelle, los! Ritzel die Sau weg!
Ilkic hat schon ordentlich Wut im Bauch. Oh, dies Ilkic kenne ich doch. Die Magma Rüpel wurde besiegt. Ja, woher denn? Das war aber unser Pokémon, aber es war zu schwach. Ich will nach Hause zu meiner Mama. Ja, und erkennst du es wieder? Was? Es gibt hier wilde Pokémon? Ja, dann müssen wir hier Schutz aktivieren. Nützt jetzt hier alles nichts. Nebenbei werde ich eure politischen Machenschaften vereiteln. Und noch ganz nebenbei. Ich werde euch zeigen, was passiert, wenn man ein schwach aussehendes, aber tolles Pokémon einfach in die Wüste schickt. Ganz ehrlich, das hättet ihr nicht tun dürfen. Dieses U-Boot, es ist sehr eng. Ich habe deshalb überall blaue Flecken. Bist du eine Memme? Steck dich doch selbst in den Mülleimer rein. Ein Kadivana. Los, ihr Kitsch. Komm nochmal, Schockwelle. Haus hier raus, die ganze Wut. Das tut gut. Ökitsch. Bei dir habe ich keine Bedenken. Du bist schon am richtigen Dampfer. Das hast du uns immer wieder bewiesen. Nina, schön, dass du da bist. Guten Abend. Die Magma Rüpel wurde besiegt. Verlieren verursacht bei mir Muskelkater. Dann nimm mal ein heißes Bad. In Elektrizität. Oder in Müll. So. Warte mal. Felsen weg. Und Bröckchen zerstören. Ja. Dann King Michau, hau doch mal deinen Eisenzipfel raus. Nee, das war Fail. Und da ist noch einer. Nee, den hatten wir schon. Ja, hier bei der Arbeit. Ah, Moment. So, Finger im Po. Finger im Po. Hat sich jetzt da was geändert? Bissle, oder? Ah, nee, geht. Super. Das war ja leicht. Ach, scheiß doch auf die Steine, ich will kämpfen. Bist du, wie du so den U-Boot gefolgt? Was für mich merkenswertes Kind. Aber das berechtigt dich nicht, hier rum zu schnüffeln. Jetzt kann ich dir die Sache von der Diplomatenzentrale reinzahlen. Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerz. Pass gut auf.
um unseren Traum Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir die Kraft von Pokémon. Aber Nervensäge wie du nutzen die Kraft der Pokémon, um selbst an Orten wie diesen allen auf einen Keks zu gehen. Das Leben funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ja. Hätte sie wohl gerne, dass so ist, wie ihr euch vorstellt. Ja, hätten wir gerne. Wäre sehr gut. Das werde ich aber persönlich verhindern. Zu Heido und Magnaien. Los, Irkitsch und KTP. Irkitsch. Katie. Nö, die Friedens-Pokémon jagen die. Nochmal zum Mitmerken oder zum Mitschreiben. Tim Aqua sind Aushilfsrevoluzer aus Montenegro. Und diese wollen aus jeder Stadt oder beziehungsweise hier aus jedem Staat einen eigenen festen Staat machen mit strengen Kontrollen und jeder muss sein eigenes Süppchen kochen. Ganz anders als Team Magma, die wollten deswegen, weil die habe ich schon in Grund und Boden gehämmert, die wollten nämlich alle Pokémon-Regionen und alle Gebiete miteinander vereinen. Und jeder müsste Russisch können. Alles wäre das reinste Chaos. Warum lässt man nicht einfach so, wie es ist? Na dann, so nach dem Motto, einer für alle, alle für einen, ne? So dann, Schockwelle auf Tohaido und Feuerodem auf Magnaien. Und nur weil Irkitsch Albaner ist, haben sie ihn verstoßen. Er ist nicht nur Albaner, er ist auch noch schwach. Dachten wir. Ja, dachtet ihr. Hättet ihr bloß nicht weggegeben, ne? Ja gut, aber andererseits... Jetzt haben wir ich. Oh oh, Bedroher. Aber, ja, das bringt aber nichts. Physische Attacken. Oh, Grimasse. Komm, lass dich nicht beirren. Komm. So, nochmal Schockwelle und Feuerodem. Dieses kleine Fitzelchen. Und der volle Name des Aquabosses ist Ardian Vucicevic. Ein lupenreiter Montenegrinese. Irkitsch hat Magnaien paralysiert. Sehr gut. Du machst jetzt einen schnellen Ruckzuck hier auf Magnaien. Und nochmal Feuerodem. Was? Ach, scheiße, dieses kleine Fitzelchen. Was? Ardia Vucicevic, Ardia Vucicevic, Ardia Vucicevic? Bitteschön. Nichts lieber als das. So, Mann. Ach nee, das war jetzt blöd. Ach komm. Diese scheiß Pose. Irkitsch, bitte reiß dich zusammen. Sehr gut, KTP. So wird's doch was. So, komm nochmal Ruckzuckhieb. Und Feuerodem. Bitte, halt zu uns. Scheiße. Ey, brauchst nicht beschnuppern. Er kommt nicht mehr zu euch. Mann, KTP, was soll das?
zielen Feuer. Mann, Irkitsch. Zweifelst du langsam oder was? Bitte nicht. So kann ich dich doch nicht auf Adrian loslassen. Irkitsch. Du Golbat. Komm jetzt bitte, hau den weg. KTP, du hilfst ihm noch. Auf Flügelschlag. KTP ist jetzt schon mal nicht mehr verwirrt. Super. Bitte, Irkitsch. Yes. Sehr gut. Es war doch ein... Kechele war doch männlich. Aqua Vorstand Cordula und Aqua Mag... Team Aqua Rüpel sie besiegt. Aua. Was heißt das? Das ist Montenegrinisch und bedeutet Scheiße. Gut, danke für den Sprachunterricht. Für den Sprachunterricht. Aber warte mal, Moment, ich glaube, das weiß ich noch. So, erstmal Eisenzipfel auspacken. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Nebel. Was haben wir da? TM 26, Erdbeben gefunden. Das kann ich doch später mal mein King Michau beibringen. Ja, gelernt ist gelernt, ne? Alter, ich sehe fast nix. Das ist das Friedens-Pokémon. Schnell Irkitsch noch checken. Ja, müsste reichen. Nee, das ist keine Sauna. Schutz wirkt nicht mehr. Macht aber nichts. Das ist der Atem dieses Friedens-Pokémon. Das sieht doch nicht wirklich wohlgesonnen aus. Irgendwie müssen wir ihn besänftigen. Weil das Problem ist, wenn Team Aqua jetzt dann alles dann unter Dach und Fach hat. Ja, musst du mal versuchen. Das ist scheiße. Wenn das geht, dann ist alles scheiße. Bleib da, wertes Frieden, Pokémon. Ich befreie dich. Hey, wertes Arsch. Bleibe hier. Bleib so stehen. Ardian! Genau dich habe ich gesucht. Haha, du warst dazu die ganze Zeit hier. Hey, schau nur diese schlafende Gestalt dieses Antike-Frieden-Pokémon. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Jede Stadt soll sein eigenes Süppchen kochen. Und dieses Ding wird mir dabei helfen. Wir haben auch alle Unterschriften. Guckst du hier? Scheiße. Das ist die Unterschriftenliste. Alles voll. Alles voller Unterschriften. Und das werde ich diesem Frieden-Pokémon einführen. Und dann ist es endlich gesetzt. Und alles ist so, wie wir wollen. Kann ich nicht. Ich bin eher so tief. Ha 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 ha.
Ich kann nur eins machen. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Ist das nicht schön, wenn jeder Stadt sein eigenes Süppchen kochen kann? Nein, das wäre das reinste Chaos. Du hast doch keine Ahnung. Warum gehst du nicht wieder zurück nach Podgorica oder sowas? Weißt du, ich gehe wieder zurück und werde Eselsmilch und Eselkäse machen. Kannst du sowas von an Arsch schieben? Das überrascht mich überhaupt, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist nun alles Nebensache. Damit meine Träume und meine politischen Missionen wahr werden, musst du leider verschwinden. Und übrigens, kennst du dieses Pokémon noch? Welches? Irkitsch! Was willst du mit dem Ding? Dich platt machen! Das hab doch ich befohlen, ihn freizulassen. Ja, und das war ein Fehler, das wirst du danach noch merken. Er allein gegen dich! Na gut, dann fangen wir an. Da haben wir jetzt ganz schön was vorgenommen, oder? Ja, hättest du deine Mund und deine Arsch nicht so weit aufreißen müssen, ne? Und ich... Kannst mich provozieren, so viel du willst. Oh, Magnaien. Los, ihr Kitsch. Hau rein, Mann. Du bist eine gute Partie. Du hast es uns immer wieder bewiesen. Komm, erstmal paralysieren. Oder hätte ich Charme einsetzen sollen? Oh, Grimasse wollte er machen. Nee, dann mach Charme, komm. Hau deinen albanischen Charme raus. Ja, der kann uns nicht mehr blenden. Komm. Mach. Schick den Eindruck. Und verwirre ihn. Schamhaare. Okay, Schockwelle los. Bams ihn weg. Sehr gut. Nee, das ist mir jetzt dann zu heiß. Eine Persimbeere gebe ich dir. Aber bitte sieh dich vor. Eine Grimasse kannst du aber so oft vergessen. Schockwelle trifft immer. Und ich glaube, er ist ein bisschen zu schnell für dich. Das ist Betrug. Nein. Was du kannst, kann ich schon lange. Gleiche Recht für alle. Ich hab dir erlaubt, Persimbeere zu geben. Und du solltest mir einen Supertrag auch erlauben. Na gut, okay. Trotzdem, ihr Kitsch hat es verschissen. Er ist trotzdem zu schnell für dich. Bäm. Mist. Scheißen. Dann brauchen wir Profi-Hilfe. X-Bad, los! Schockwelle, los! Flügelschlager, wie putzig. Aua, das tat jetzt weh. Aber Schockwelle wird jetzt da auch reinhauen. Hälfte zieht's ab.
Komm. Komm. Aber jetzt trink einen Schluck, ihr Kitsch. Und du trinkst auch. Windschnitt. Au, das zieht. Nicht. scheiße. Mensch, Mistdreck. Ich hätte doch auch paralysieren können. Ha. Hast du dir zu spät überlegt? Ihr Kitsch ist so ein Arsch. Ihr Kitsch, ihr Kitsch. Scheißdreck. Aber langsam kommen wir in Zweifel auf, dass wir es wirklich hätten gelassen müssen. Ihr Kitsch erreicht Level 39. Das sag ich doch. Bei uns hat er seinen wahren Platz gefunden. Vielleicht muss ich ihn zu seinem Glück zwingen. Du Heido, los! Oh Gott. Ich glaube, da müsste ja schon schneller sein, oder? Soll ich Poker gleich Schockwelle oder erst paralysieren? Der haut bestimmt dann irgendwas rein wie Knirscher oder sowas. Ein Knirscher und weg ist das. Und weg ist Irkitsch. Ey, komm. Trink eine Limo. Ja, aber eine Schockwelle wird ihn wahrscheinlich nicht töten. Okay, Ilkitsch, versuch es. Oh nein, Schlitzer. Aua. Ficken. Ilkitsch. Sag, was ist Tohaido schneller als Ilkitsch? Also was du kannst, kann ich schon lange. Ey, ohne Witz. Komm jetzt, Beleber für Irkitsch. Aus dem gleichen Grund, warum sich Affen eine Banane mit Schale reinhauen können, weil sie es können. Feuer oder bloß. Halt ein bisschen drauf. Komm ihr Kitsch. Hau drauf. Donnerwelle. Sehr gut, paralysiert. Ha. Du hast ihn wieder aufgeweckt. Das nützt dir nichts. Abwarten. Es ist noch nicht vorbei, bevor es vorbei ist. Schockwelle! Bitte komm! No! Finger im Po. Du musst uns trotzdem helfen. Finger im Po. Was willst du mit dem Ding? Naturkraft einsetzen. Oh, Spukball? Nee, ich glaube, das ist scheiße. Aber er hat Spaß daran. Ja, was du kannst, können wir schon lange. Komm. Mach deinen Fruchtbarkeitstanz. So,
So, und Tohaido ist jetzt auch verwirrt. Schauen wir mal, wer schlägt zuerst? Bäm! Geil! Danke, Fingerpun. Super, super, du hast uns geholfen. Dankeschön. Oh, Scheißdreck. Was? Ich habe gegen Gib verloren. Und ich muss zugeben, dein Irgitsch hat super Arbeit geleistet. Aber dein Finger im Po ist gegen nichts einzutauschen. Para gewinnt 3440 Poké-Dollar. Soll das Schmerzensgeld sein oder was? Nein! Das waren meine ganzen Wahlgelder. Ha, ha, ha. Ich empfehle mich. Du, ich muss sagen, du bist wirklich sehr, sehr politisch ausgewogen. Aber ja, das nützt dir alles nichts. Du kannst zwar dein Irkisch behalten, aber ich habe das hier in meinem Besitz. Guckst du. Mit dieser. Mit diesem roten Kugel kann ich Gyogre zu mir holen. Und dann gebe ich ihm die Liste mit den Unterschriften. Und dann hat jeder sein eigenes Jüppchen gekocht. Guckst du. Das rote Ding beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Natürlich nachdem die Vorhaut abgezogen wurde. Los, Gyogre, komm zu mir. Jeder soll sein eigenes Jüppchen kochen. Hilf uns! Was? Scheißdreck! Ich hab doch gar nichts gemacht! Was? Kyogre? Okay. Was das rote Ding? Warum? Wo ist Friedenspokémon geblieben? WhatsApp von meinen Mitgliedern. Meine Brüder. Was los? Was? Es regnet? Heftig. Oh, sehr gut. Darauf haben wir gewartet. Deshalb haben wir Gyogre erweckt. Er lässt alles regnen. Und dann ist alles so, wie wir es haben wollen. Und die Magwas politische Vision von einer... Von einzelnen Vielvölker stattet. Was? Es schifft stärker, als wir vorausgesagt haben. Wir sind in Gefahr, nur weil jeder jetzt sein eigenes Süppchen kocht. Was? Das kann nicht sein. Das politische... Das du wirklich... kleines Kind, bleib wo du bist. Und behalte die Situation im Auge. Irgendetwas tut der Ganze gar nicht. Das rote Ding sollte Gyogre aufwecken und meine politischen Visionen unterstreichen. Aber warum? Warum ist Gyogre verschwunden? Warum? Maxim! Da bist du ja wieder! Alter! Scheiße, jetzt... Kloppen die sich jetzt gleich, oder was? Hä? Was hast du nur darauf beschworen, du Sack? Du blöder Arsch! Ardian! Aussichtsrevolution! Du hast gar Jungri aufgeweckt, stimmt's? Was wird nur aus der Welt?
mindestens bis in alle Ewigkeit regnen wird. Das Land wird untergehen. Und das haben wir auch schmerzlich herausfinden müssen, dass wir nicht alles freuen können, aber alles abspalten ist der noch größere Chaos. Hast du das noch nie begriffen? Und so, danach wird alles verschwinden. Arschloch, ich mach dich Krankenhaus. Behandle mich nicht so von oben herab. Behandle mich nicht wie Ersatzkäse. War dir's nicht, Team Magma, die Grodon erzürnt haben? Das andere Friedens-Pokémon. Solange ich das rote Ding habe, kann ich auch die Kontrolle über Kyogre. Ich meine, ich sollte es kontrollieren können. Nein! Da alles, was wir hier geben, was wir wollten, war falsch. Dieser kleine Mann hat uns die Augen geöffnet. Und das, was du sagst, ist von wunderbarer Scheiße, Dreck. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Geh nach draußen und siehst dir selber an. Spasiba für gar nichts. Sieh du das, was du beschworen hast, das ist, was du wolltest. Bara, komm, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Ach, Scheißdreck. Es schifft. Nein. Was passiert? Was für Folterungen in der Szenario? Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? War ich zu revolutionistisch? Das soll uns Folgendes sagen. Es gibt ja noch andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Aber ich wollte doch nur eine bessere Welt erschaffen. Ich wollte nur eine bessere Welt erschaffen. Begreifst du nun, Ardian, die schrecklichen Folgen unserer katastrophalen Visionen? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Bara, sag jetzt nichts. Ich weiß, ich bin nicht der Richtige, um Ardian zu kritisieren. Ich bin auch nicht gerade besser gewesen. Aber wie die Dinge jetzt liegen, werden wir Menschen wohl nicht in der Lage sein, etwas zu tun. Aber wir dürfen auch nicht einfach daneben stehen und zuschauen. Wir müssen zusammenhalten. Ardian und ich haben die Verantwortung, dies alles zu verändern und uns zu verinnerlichen, dass eigentlich alles so passt, wie es ist. Und wenn man alles gewaltsam ändert, schlägt das noch vielleicht nur ins Gegenteil über. Das ist ja unglaublich. Ein super antikes Pokémon. Seine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert. Ardian! Was haben wir nur getan? Wir haben Scheiße gebaut. Ganz große Scheiße gebaut. Es gibt noch viel härtere Probleme, die wir uns kümmern müssen. Da ist unseres noch Peanuts dagegen. Und hier Gespenste. Und jetzt an müssen wir zusammenhalten. Warte! Lass uns Eselkäse essen. Troy, du bist ja wieder da. Warst du bei deinem Freund?
Para, was geht hier vor? Ja, ich war gerade am Fliegen, aber... Und da hat der Regen so stark eingesetzt, da mussten wir umkehren. Und wie geht's deinem Freund? Ja, ihm geht's gut, aber ich darf ihn nicht sehen. Der Regen ist zu stark, da haben alle gesagt, wir müssen hier bleiben. Scheiße, das kommt mir bekannt vor. Ja, aber was geht hier vor? Das ist schrecklich. Warum es noch schrecklich ist, dass ich meinen Freund nicht sehen kann? Ich wollte ihn doch den Antrag machen. Nach der sengenden Hitze kam die Überschwemmung. Das politische Gleichgewicht ist jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Aber wenn das nicht aufhört, dann wird ganz Europa, nicht sogar die ganze Welt wird untergehen. Funktionäre Wiel aus breitet sich eine gigantische Kriegswolke aus. Was in aller Welt passiert da nur? Aber wir sollten nicht die Zeit mit Reden vertun. Xeneroville, bekommen wir hoffentlich Antworten. Para, ich weiß nicht, was du vorhast, aber tue nichts Unüberlegtes. Okay, ich gehe jetzt nach Xeneroville und warte auf dich. Aber mal ganz ehrlich, kommt euch die Situation nicht bekannt vor? Es schifft wie Sau. Und es ist zu gefährlich zu fliegen. Beziehungsweise Troy darf seinen Freund nicht sehen. Ein Habitak. Aber auch nur mit Hackattack. Aber ich würde erstmal sagen, hier im strömenden Regen würde ich erstmal einen Cut machen. Ja, ich hoffe, dass der dann danach kommt. Der kommt nur dann, wenn wir das politische Gleichgewicht, das Gleichgewicht der Welt wieder hergestellt haben. Ja, bei uns fängt es jetzt gerade an, dunkel zu werden. So, aber jetzt wechseln wir die Seiten und machen nochmal ein bisschen Musik. Das war doch nur der Blitz, Meister. So. Das war jetzt schon ein hartes Kapitel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Leider hat's Irkitsch nicht ganz geschafft, aber das hat dem kein Abbruch getan, weil er hat so gut geglänzt gegen X-Bud. Weil dieses Pokémon muss man auch erstmal schlagen. Und wer noch geiler war, das war mein Finger im Po. Persönliche Fragen. Dann hau mal raus. Solange es nicht zu persönlich wird. Achso, das kann ich dir sagen, weil unser Impfzentrum im Moment nichts anderes verimpft. Da habe ich extra nachgehakt bei ihm,
beim Aufklärungsarzt. Er hat dann das gesagt, dass die im Moment nur das verimpfen. So, aber ich hoffe aber auf jeden Fall, dass euch der Stream gefallen hat. Und nächste Woche machen wir uns endgültig dann daran, das politische Gleichgewicht wiederherzustellen. Nee, macht ja nichts, man tut, was man kann. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, da machen wir jetzt mal Schicht und Musik ist aus. Das ist ein Kraus. Wieso habe ich denn nicht mehr drin gehabt? Egal. So. So, ich denke und hoffe, ihr seid soweit im Bilde, wie es nächste Woche weitergeht. Wenn nicht, dann schreibe ich euch jetzt dann den aktuellsten Termin dann wieder hier unten. Hier und hier in den Kommentar rein. So. So ist doch ganz einfach. Genau. Da könnt ihr es dann lesen. Ja, es geht wieder los. Nächste Woche Dienstag um 18 Uhr mit Deponia. Da freue ich mich schon wie Wolle auf euch. Aber ich glaube, ich schaue nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass ich wieder einen Scheiß erzählt habe. Nee, passt. Genau. Dienstag sehen wir uns um 18 Uhr zu Deponia. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt auf alle Fälle gesund. Und tragt auch immer genug Frohsinn in die Welt. Und immer auch mein Motto, Paranoia auf die Ohren in die Sinne. In dem Sinne einen schönen Restabend euch und eine geruhsame Nacht. Bye-bye, euer Paranoia.